Wir, die Kita Sausewind, feiern das 125-jährige Jubiläum von Haus Bernsdorfer Straße 127 und freuen uns auf dieses große Event und mit vielen Überraschungen für alle Groß- und Kleinen. Also wir hatten hier in dem Haus, da war ich aber leider noch nicht die Leiterin, einen ganz engagierten Hausmeister, der sich mit vielen beschäftigt hat und unter anderem Windmühlen gebaut hat. Und die Windmühlen hat er im Garten aufgestellt und hat eine haben wir noch erhalten, die ist dort unten am Baum, die haben wir wieder restaurieren lassen. Und die Kinder sind ja ständig in Bewegung, bei uns ist immer Wind hier, es pustet der Wind, es gibt auch mal Sturm oder stürmische Zeiten. Und genauso ist der Name dann Sausewind entstanden, weil Sausewind auch was mit Bewegung, mit Lernen zu tun hat, mit Kindern, mit Wirbel und das verkörpern wir einfach. Wir haben eine ganz wundervolle Chronik, die geht 1898 los. Dort wurde das Haus gebaut. 1899 wurde unser Haus als Schule geweiht und 1928 kamen erstmalig Vorschulkinder mit dazu. Und dort wurde der Name oder die Idee geboren des Kindergartens. Und seitdem, seit 95 Jahren, sind ununterbrochen Kinder im Vorschulalter bei uns im Haus. Das Bildungskonzept aus der Chronik geht es hervor, aus den schönen Bildern, wie brav die Kinder früher waren. Die Erzieher hatten noch die weißen Schürzen an, mit Schleifen überall. Dort wurde keine Individualität gefördert, was jetzt in vollem Maße bei uns zum Tragen kommt. Ja, offenes Konzept. Wir haben Stammgruppen. Jedes Kind ist einer Gruppe zugeordnet. Und die führt auch die Bildungs- und Lerngeschichten durch, also die Elterngespräche, dass die Eltern genau Auskunft bekommen, wie der Wissensstand von ihren Kindern ist oder wo auch wir noch Unterstützung brauchen von den Eltern, um das Kind noch individueller zu fördern. Die Kinder können sich frei bewegen, also die dürfen sich den Spielraum auch von dem Obergeschoss raussuchen, auch im Garten. Es gibt keine Abgrenzung, es gibt keine Zäune bei uns. Jedes Kind kann dort spielen, wo es möchte und jede Erzieherin ist auch für jedes Kind verantwortlich. Das ist oberstes Gebot bei uns. Wir wünschen uns Frieden auf der ganzen Welt, nicht nur für unser Haus. Wir wünschen uns ganz sehr, dass unser Haus auch in 100 Jahren noch mit Kinderlachen, Kinderkichern erfüllt wird. Wir wünschen uns genügend Personal, dass jedes Kind individuell betreut werden kann. Wir wünschen uns auch vielleicht Sprachmittler. Sprachbarrieren sind doch auch vorhanden. Und ja, das sind auch Herausforderungen, die wir jeden Tag meistern müssen.